Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forz. Heute bin ich alleine und spiele gegen eine KI tatsächlich. Und aus dem Grund, weil ich heute eine neue Strategie ausprobieren möchte. Ihr habt es ja schon im Folgentitel wahrscheinlich erahnen können, mehr oder weniger, um was es geht. Und zwar bauen wir heute einen Partikelbeschleuniger. Der eine oder andere wird es wohl schon auf YouTube bei anderen YouTubern gesehen haben. Ich habe es selbst jetzt ein paar Mal ausprobiert. Es funktioniert mittlerweile ganz gut. Und wir gucken einfach mal, wo das hinführt. Dafür brauche ich aber auf jeden Fall erstmal massiv Wirtschaft. Wirtschaft, Wirtschaft. Weil es wird sehr teuer. Auf Dauer. Vor allem, falls die KI uns anfangen sollte zu beschießen, müssen wir auch reparieren können, ohne dass wir uns ein riesen Finanzloch reißen. Es ist leider, also diese Battleship-Maps, die sind tatsächlich prädestiniert dafür, weil man sehr viel Platz hat. Leider ist das nicht die Battleship-Maps, die ich gerne spielen würde. Es gibt nämlich noch eine andere, bei der wir drei Cores haben. Hier haben wir nur den Core oben. Deswegen kann das sein, dass die Runde sehr schnell vorbei ist. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir gucken einfach, wie wir zurechtkommen. Okay, das ist nicht so geil. Das ist eigentlich viel zu weit oben. Das hat mich jetzt ein bisschen zurückgesetzt im Moment, aber so what. Ich muss auf jeden Fall meine Base, ich sag mal, redesignen. Und zwar brauche ich einfach ein bisschen Platz. Brauche einfach ein bisschen Platz für den Partikelbeschleuniger. Wenn ihr den schon mal gesehen habt, wisst ihr ja ungefähr, wie das funktioniert. Für die anderen erkläre ich es jetzt schon mal. Im Prinzip funktioniert der Partikelbeschleuniger auf Basis von unendlich loopenden Portalen. Und zwar in Verbindung mit Kanonen. Beziehungsweise ich glaube, man könnte sogar andere Sachen reinstecken, aber mit Kanonen funktioniert es echt gut. Man könnte das auch mal mit Raketen zum Beispiel funktionieren, aber das habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen. So. Ich muss auch ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Wie gesagt, das Ganze ist auf der Map ein bisschen trickier, weil im schlimmsten Fall haut die KI einen ordentlichen Schuss raus und ich bin tot. Weil ich bin noch nicht zu dem Zeitpunkt fertig, wenn die KI angreift. So. So langsam langt der Platz. Weil ich will halt auch nicht meine Energieproduktion zu sehr einschränken. So. Hier bauen wir noch ein bisschen Panzerung ein. Wenn die KI nämlich doch schnell durchkommen sollte, möchte ich hier zumindest ein bisschen was haben, was mein Chor schützt. So. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen, unseren Partikelbeschleuniger zu bauen. So. Das hier noch ein bisschen abstützen. Beginnen wir. Die Partikelbeschleuniger sind eigentlich relativ klein sogar. Ich baue mal kurz ein Fundament quasi, dass ich die Boxen ein bisschen besser zum Gucken benutzen kann. Und zwar brauchen wir erstmal eins nach oben. Dann stützen wir ab links und rechts. Dann gehen wir hier hin. So, und hier muss es ein bisschen höher sein. Nicht viel, aber ein bisschen. Und prinzipiell haben wir jetzt schon unsere Grundkonstruktion. Hier haben wir ein Portal. Hier haben wir ein Portal.
Dann eins nach oben. Und Portal rüber. Nein. Und gut, stützen wir. Nein! Ah. Ich würde sagen, stützen wir das halt ein bisschen ab. Nein, machen wir es erst so. Also ein Portal hier rüber. Dann. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Das hier hin? Ich glaube. Ich hoffe es. Ja, das kommt so hin. Genau, dann kommt das so und so. Dann kommt das so. Dann von unten hier nach oben. Und von unten hier da. So, und ich erkläre kurz, was jetzt passieren wird. Wir haben hier zwei Paare von Portalen, die quasi miteinander loopen. Also hier blau gegen blau. Das heißt, die schießen einfach hin und her, hin und her. Und hier haben wir orange gegen orange, auch immer hin und her, hin und her, hin und her. Das heißt, das sind unsere Falle, unsere Trap. Und das hier ist das Eingangsportal. Und für das Eingangsportal brauchen wir jetzt quasi noch ein Gegenstück. Und dieses Gegenstück werden wir ein bisschen weiter erhöht bauen. Und auch nicht zu klein und auch nicht zu groß. Das muss alles schön, alles schön gerade sein. Wobei, warte mal. Nee, wir machen das anders, das gefällt mir nicht. Das bauen wir wieder ab. Lassen wir mal schön davon weg. Da. Gut. Dann muss ich ein bisschen neben dran bauen. So. Dann kommt das Eingangsportal nämlich einfach hier hin. So. Das kommt hier oben hin. Das wird verbunden. Mit dem dann gleich. Und wir brauchen noch ein Ausgangsportal. Und das Ausgangsportal. Das kommt irgendwo. Hier hin dann. Das muss halbwegs waagerecht sein. Geht so. Müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Und wir brauchen natürlich noch ein Ausgangsportal. Und ich nehme mal kurz die Kanonen. Weil ich möchte einfach sofort deren Kanonen neutralisieren, sobald die Runde gleich losgeht. Aber wir können hier schon mal unser Eingangsportal mit dem verbinden. Und unser Ausgangsportal, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wo ich es hinbaue. Ich glaube, ich baue es hier hin. Oh, das wird schon in Ordnung sein. Erste Kanone weg. Okay, das war auf den Chor geschossen, das wollte ich gar nicht. Aber ich hoffe, der Kollege hat jetzt verstanden, dass hier nicht gleich Kirchenessen mit mir ist. So, dann brauchen wir eine Kanone. Mal kurz was. Ich will was ausprobieren. Das habe ich nämlich jetzt die ganze Zeit noch nicht ausprobiert. Eine Kanone. Zwei Kanonen. Was ist das vom Schusswinkel her noch? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. Wir sind hier noch nicht fertig mit dem Bauen. Ah, das ist nicht ganz richtig. Da habe ich doch gerade eine Tür gehört.
Okay, da ist keiner mehr. So, wir brauchen auf jeden Fall ein sehr, sehr senkrechtes... Ich glaube, der Turm ist ein bisschen nach hinten geneigt. Kann das sein? Ja, das wird schon gehen. So, jetzt haben wir ein Ausgangsportal. So, und da muss jetzt blau rein. Orange rein. Orange raus. Das wäre jetzt schlecht, wenn ich das so lassen würde, weil dann würde ich mich selbst killen. So, blau gegen blau, orange gegen orange. Wie sieht's hier aus? Orange, orange. Perfekt. Genau, also Setup steht im Prinzip schon, außer dass ich jetzt noch eine Kanone brauche. Und es ist nicht von ungefähr, dass ich den Hurricane habe, weil der hat einfach dann eine höhere Nachladegeschwindigkeit für unsere für unsere Kanönchen. Ich baue hier mal so ein bisschen den Turm nach oben. Ich will nämlich nicht, dass er da drüber schießt, der Kollege. Das hier mal kurz ein bisschen versteifen noch alles. Auf der Map ist es tatsächlich so, die KI kommt nicht so ganz klar mit der Map, aber das ist mir ganz recht. Das ist, wie gesagt, heute eine Testrunde. So, fangen wir mal an, unseren Partikelbeschleuniger zu laden. Und ihr seht, die Dinger sind jetzt hier drin gefangen. Aber was ich jetzt schon sehe, die Falle ist nicht perfekt. Ja, weil es ist ein bisschen schief quasi, was ich hier sehe. Und das ist nicht optimal. Wobei, es hält sich noch in Grenzen. Ist noch okay, sag ich mal. Ist noch okay. Was ich mal kurz hier noch mache, ist... Ich baue hier mal schnell noch ein Tor hin. Fällt mir nicht, dass das jetzt so nach vorne hängt. So, ein bisschen nach hinten. Brav. So, und jetzt machen wir im Prinzip die ganze Zeit nichts anderes, als hier oben auf den Connector zu schießen, weil hier ist das Eintrittsportal. Und wir müssen hier quasi rein, in diese kleine Lücke. Und das funktioniert gerade ganz gut soweit. So, und jetzt hauen wir die Ability vom Commander rein. Es kann übrigens sein, dass es mit dem ersten Schuss vorbei ist, das Match. Wollte ich nur gerade schon mal sagen. Falls das so sein sollte, mache ich natürlich noch ein zweites Match. Aber dann ganz normales. So. Das mache ich jetzt noch so ein, zwei Mal. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was passiert. Und die Energie, die massive Energieproduktion brauche ich halt einfach nur, um die Schussfrequenz von den Kanonen so hoch zu halten. Übrigens, was ich jetzt nicht gemacht habe, das habe ich das letzte Mal gemacht. Falls hier ab und zu mal, manchmal, wenn die Portale nicht perfekt gebaut sind, kann es sein, dass das quasi das Feuer nach links wandert. Und dann reißt du dir die eigene Basis auseinander. Normalerweise baue ich deswegen hier ziemlich viel Stahl hin, aber das mache ich jetzt nicht. In der Hoffnung, dass ich alles richtig gebaut habe. Okay, der ging vorbei. Und ich glaube, wir müssen gleich starten. So. Und jetzt nochmal kurz gucken. Blau zeigt nach hier nach innen und da nach außen. Perfekt. Deswegen machen wir hier jetzt die Tür auf. Das hier werden wir gleich ausschalten, das Gerät. Und ich würde sagen, enjoy the show in 3, 2, 1, go. Nein! Seht ihr das? Da sind immer noch welche drin. Da sind immer noch welche drin. Okay, dann müssen wir das hier auch noch ausschalten. In 3, 2, 1. Ah, verdammt. Okay, die sind nicht perfekt gebaut, die Dinger. Das hat nicht so sonderlich perfekt funktioniert. Das Problem war tatsächlich, dass ich vorhin was dran gebaut hatte. Das hätte ich nicht tun dürfen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Weil irgendwas hiervon ist nicht hundertprozentig gerade.
Es könnte sogar sein, dass es an dem hier liegt. Deswegen bauen wir das hier nochmal ab. Das meine ich halt damit. Also in einem normalen Match würde ich das aktuell nicht gegen Spieler einsetzen, weil das kann ich einfach noch nicht gut genug. So. Hier machen wir nochmal die Tür zu, weil wir müssen ja neu laden. Die sind gegeneinander, die sind gegeneinander. Passt. So, wir können schon mal anfangen zu ballern. Kann auch übrigens sein, dass ich einfach hier falsch reinschieße. Auch eine Möglichkeit. Ja, weil die sind nicht gerade. Die müssten eigentlich perfekt gerade sein. Das ist gerade echt ein Problemchen. So, ja, nee, sind nicht perfekt gerade. Komm, wir nehmen uns mal einen Snipey und hauen dem seinen Flak weg. Naja, ist nicht perfekt. Also irgendwas stimmt nicht. Es kann auch sein, dass das hier zu schräg ist. Wäre eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Muss man danach nochmal analysieren. So, den haben wir. Sehr schön. Und dann wartet man einfach einen Moment, bis sich das Zeug aufgeladen hat. Und das Ganze, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Im Prinzip machen wir hier nichts anderes, als die Schwerkraft auszunutzen. Weil das Zeug fällt ja einfach immer weiter. Das ist halt genau dasselbe, wie wenn ihr ein Portal mit einem Portal rumspielt. Nichts anderes passiert hier eigentlich. Das ist keine Magic oder so, sondern das war dumm. Sondern einfach nur reine Physik. Das Zeug fällt halt immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und so. Wir versuchen es nochmal in Dry 2, 1 und 0. Das hat geklappt. Das war doch wunderschön. Ja, hat jetzt 17 Minuten gedauert. Vorhin habe ich es zum Beispiel in fast der Hälfte der Zeit hinbekommen. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Methode, um Gegner richtig platt zu machen. Aber ich habe jetzt nochmal Bock, irgendeine andere Karte zu spielen. Ich habe gedacht, wir nehmen jetzt einfach was. Irgendein Standard spielen gegen eine schwere KI. So heute als Trainingsfolge. Nächste Folge ist dann natürlich wieder mit Seras oder vielleicht sogar eine Community-Folge. Wir wissen es noch nicht. Müssen nämlich mal gucken, wie es zeitlich einfach passt aktuell. Ich werde eine normale nehmen, weil die KIs nicht so... Ach, wobei... Doch, komm, wir nehmen mal so eine ganz standard normale. Wir gehen eben schwere KI. Wir nehmen keinen Waffenstillstand. Und ich nehme den Architekten. Und Start. So. Standard-Map kennen wir alle. So. Das kommt weg. Wir gehen einfach auf einen schnellen Cannon-Rush. Überraschen die KI. Oh, verdammt. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das wird mich Zeit kosten. Aber gut. Passiert den Besten.
Tor ein bisschen umdesignen. So, da kommt dann die zweite Tech drauf. Währenddessen... Ja, das ist jetzt ein genaues Problem, weil ich hätte jetzt schon lange genug Geld gehabt, aber dadurch, dass ich es halt ein bisschen verpennt habe, dass ich erst die Kack... die Turbine hier hingepackt habe, bin ich jetzt halt einfach viel zu spät. Aber so what? Alter, was macht die KI denn da für eine Abomination? Ja, ne. Soll mir recht sein. So. Das passt soweit. Das heißt, wir können noch ein bisschen was für unsere Wirtschaft tun. Können wir anfangen, hier Sandsackbarrikaden schon mal aufzusetzen. Die dürfen wir nicht vergessen. Ist wichtig. Dadurch haben wir auch nicht sonderlich viel eingebüßt. Kriegen wir hier noch eine hin? Ne, kriegen wir nicht. Ja, gut. Verpacken wir das ganze Zeug noch ein bisschen. Kommt auch noch eine hin. Hier mache ich mal kurz zu, wobei muss ich jetzt eigentlich noch nicht machen, aber machen wir nachher. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Speicher, damit ich zwei Kanonen gleichzeitig abfeuern kann. Hier will ich, hier nehmen wir mal weg. Der gefällt mir da nicht. So, und wir fangen auf jeden Fall jetzt mal an, ein bisschen Panzerung zu bauen, weil ich nicht weiß, mit was die KI dann aufmarschieren wird. Nur so Vorsicht halber. Boah, verdammt, was war das denn? Denn da? Naja. Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr ziehen. So, wir sollten jetzt allerdings auch kurz mal aufs Geld gucken. Muss meine erste Kanone gleich anfangen zu bauen. Wie viel Zeit habe ich denn schon verplempert? Ups, die Uhr war ja schon an. 4 Minuten. Ja, geht noch. Alles im Rahmen. Do it. So. Kanone Nummer 1. Noch eine Turbine. So, vorsichtshalber, weil ich nicht weiß, was kommen wird, baue ich mal 2 MG-Schützen hin, falls da Raketen kommen sollten. Ich will auf jeden Fall eine Lage Türen haben. Ich muss noch ein bisschen nach hinten bauen. Das Ganze einfach ein bisschen stabiler machen. So. Und zweite Waffe kommt oben drauf. Ja gut, ist eigentlich KI. Im Prinzip muss ich gar nichts verdeckt bauen, weil die KI sowieso weiß, was ich tue.
Ja. Okay, es sind keine großen Waffen im Spiel. Hier oben sind Turbinen. Ist komisch. Oh, verdammt. Ich habe hier. Oh mein Gott. Ich habe hier doch Waffenstillstandszeit drin. Kein Wunder, dass ich nicht, dass da nichts passiert. Vor allem, dass ich nicht schießen kann. Naja, egal. Das war doof, aber. Dauert die Folge ein bisschen länger. Aber so habe ich wenigstens Zeit, mich noch ein bisschen zu aufzutecken, was Verteidigung angeht. Bau das mal ab. Das gefällt mir nicht. An der Stelle. Hier hinten hin. Machen wir ein bisschen Energie. Und weil ich tatsächlich die Zeit dafür habe, baue ich noch einen Sniper. Und noch ein bisschen gewinkelte Verteidigung vor dem Chor. Und hier auch noch. Wobei eigentlich von unten anfangen. Ich bin eigentlich schon fertig. Ich weiß eh nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Letzte Minute, deswegen hier noch mal ein bisschen auftecken. Gruppen vergeben. Komm, kriegst du sogar noch eine Flagge aufs Dach gesetzt. Ja, mehr kann ich jetzt nicht machen. Oh, da oben ist doch tatsächlich eine große Waffe entstanden. Frage ich mich, ob die schon fertig ist. Ach, was ich aber hier noch machen kann, schnell. Alles, was noch nicht gecrossbraced ist, noch schnell crossbracen. Für die Stabilität. Damit mir die Scheiße nicht zusammenstürzt, wenn irgendwo eine kaputt geht. Da, Nummer 1 und Nummer 2. Ah. Habe ich tatsächlich mit dem Sniper eine Rakete abgeschossen. Ey. Hat er tatsächlich meinen Sniper getroffen. Boah, Alter, der ist aber gut abgesichert, der Kollege. Bin gerade echt am überlegen, ob ich hier und da vielleicht nicht doch noch eine größere Waffe bauen sollte. Au. So, erstmal komplette Economy zerschroten. Das passt. Eigentlich könnte ich oben noch was draufsetzen. Alter, wie der gar nicht schießen kann, der Kollege. Da oben weg haben.
20er ist weg. Und wisst ihr was? Vorher noch ein spannendes Match draus wird. Bauen wir tatsächlich auch noch eine dicke Waffe drauf. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Boah, ich habe Angst, dass mir gleich die vorderste Stütze abreißt. Nix da. Der hat gut gecrossbraced. Muss man ihm lassen. Eine Maschine. So, kann sein, dass ich jetzt einstürze. Nee, alles noch im Rahmen. Ich schieße jetzt einfach die ganze Zeit auf seinen Core. Der Splash Damage wird es schon richten. Wisst ihr was? Bitte nicht einbrechen. Finde ich voll nett. Na, da unten komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Deswegen schießen wir einfach auf dieselbe Stelle nochmal. Und nochmal, wobei. Ein bisschen höher, glaube ich. Da war ja noch eine Waffe. Au. Ah, komm, und du darfst auch noch. Joa, ne? Hat auch ganz gut geklappt. 13 Minuten, schöne Folgenlänge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal spiele ich wieder gegen echte Menschen. Danke und bis denn. Tschüss.